Also ganz kurz nochmal zur Information für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Kevin und ich sind zusammen beim Simon Ungespielt. Ihr macht ja einen Monatsleistung, das heißt einen Monat komplett online. Let's start again. Moin ihr Zuberster und Zubersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Woodlife zusammen mit dem lieben Zander. Ja, ich bin nackig. Ja, ich hab nichts an. Alles klar. Und wir sind dabei, hier unseren Bauernhof zu bauen. Kurze Info zum Anfang, kleines Update für euch. Ich habe nach der letzten Folge, wo ihr in den Kommentaren wieder gespammt habt, Kevin, Woodlife täglich, habe ich einfach mal in die Konfi geschrieben, ey Leute, wie sieht's aus, hättet ihr Bock, Woodlife täglich bringen zu dürfen? Und natürlich auf freiwilliger Basis, ne? Das heißt, jeder YouTuber darf jetzt frei entscheiden, ob er Bock hat, euch den Content, täglich zu bringen. Die Leute, die das Projekt nicht mögen, die machen es halt nicht. Nein, Spaß. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, öfters Woodlife zu bringen. Ob ich das jetzt täglich machen werde, weiß ich noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, jetzt in den nächsten Tagen wird es erstmal täglich kommen. Denn wir sind ja ab Donnerstag auf dem Ein-Monats-Livestream. Freitag geht der los. Ich weiß jetzt nicht, weißt du die Uhrzeit, wann der Freitag losgeht? Ich glaube 16 oder 18 Uhr, irgendwie so um den Dreh. Also ich denke mal, wir werden dann noch Videos zu machen. Also ganz kurz nochmal zur Information für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Kevin und ich sind zusammen beim Simon Ungespielt. Ihr macht ja einen Monats-Livestream, das heißt einen Monat komplett online. Und wir sind halt auch da, wir streamen auch die komplette Zeit mit. Also, beziehungsweise, was heißt die komplette Zeit? Also ich bin erstmal 2 Wochen da. Kevin, du bist, glaube ich, vier Wochen. 4 Wochen da. Ich entscheide mich noch, ob ich 4 Wochen komplett da bleibe, aber ich habe schon Bock. Das wird sich aber entscheiden, wie das bei mir zeitlich alles aussieht, ob das klappt oder nicht. Das werde ich dann aber auch alles so sagen. Blablabla. Und wir sind halt komplett da die ganze Zeit und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen ein paar Tage vorproduzieren. 2, 3 Tage. Das ist nicht viel, damit ihr halt regelmäßig eure Videos habt und so. Genau. Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ist ja auf jeden Fall nicht schlimm. Ich laber und laber und denke mir so, oh scheiße, was wolltest du denn nochmal sagen, ey? Aber ich sag mal so, deswegen kommen bei mir nämlich jetzt auch täglich Woodlife-Videos, genau. Weil Zander und ich gerade zusammen vorproduzieren und danach ab, ich glaube Samstag oder so, werden wieder aktuell Videos kommen, denn wir haben ja auch die Möglichkeit vor Ort aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, da ist ja auch eine richtig gute Leitung vor Ort, dass man bessere Videos hochladen kann von der Qualität her. Weil ich glaube, diese Leitung, die sollte kein Problem damit haben, ein großes Video hochzuladen. Nee, ich glaube auch nicht. Ein Gigabit. Und ja, wie gesagt halt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne auch einschalten dann, ne, auf Twitch. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein richtig geiler Monat und ein cooles Event. Jo. Und es werden ja auch noch andere YouTuber, je nachdem, im Laufe der Zeit immer wieder dazu stoßen. Genau. Und deswegen, ich bin schon so ein bisschen gehypt drauf. Ich bin mal gespannt, was für Zuschauerrekorde wir brechen. Also was da so zusammenkommt. Ich bin echt gespannt. Also eins kann man auf jeden Fall sagen, Cam und ich, wir freuen uns beide mega drauf. Wir haben mega coole Sachen vor. Wir haben richtig viele Sachen geplant. Es wird auf jeden Fall mega witzig werden. Und nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, wir produzieren jetzt hier vor und geben uns keine Mühe mit den Videos. Also wir haben uns jetzt schon überlegt, was wir jetzt so machen. Und vor allen Dingen Woodlife, wie gesagt, ist halt einfach ein geiles Projekt. Es ist ein super cooles Spiel oder ein super geiles Konzept von dem Spiel. Und wir haben auf jeden Fall jetzt vor, noch ein paar Sachen zu machen. Wir wollen jetzt den Keller bauen. Und in dem Keller wollen wir dann das automatisierte System, also was bei mir in der letzten Folge gekommen ist, wollen wir dann weiter nach unten bauen. Weil wir müssen da noch eine Kiste hinstellen, weil das sonst nicht funktioniert mit den... Also der ist halt sonst voll und dann kann er nicht weiter produzieren. Jetzt stimmt zum Beispiel sackt der schon, weil 16 Firm Tofu drin liegen. Und oben sind halt noch mega viele Dinge drin, ne? Also das funktioniert halt jetzt so nicht weiter. Okay. Genau. Und dafür brauchen wir eine Kiste, damit es unten rein kann. Und dann gehen wir hin und machen dann das so automatisch, dass dann komplett Sandwiches. Alles klar. Wir sind gerade dabei, hier unten den Keller zu bauen, weil hier unten sollen dann die bearbeiteten Produkte gelagert werden. Right. Und ich bin dafür, Zander, dass wir noch underground-mäßig eine Räuberbande gründen, beide. Wir beide? Räuberbande? Ja, ich hab mich schon daran zu schaffen gemacht, bei den anderen die Ernte immer zu klauen. Oh Gott. Das ist voll mein Ding. lass uns das bei Kunga machen, weil Kunga regt sich schon immer auf. Der sagt schon immer, irgendeiner klaut die ganze Zeit meine Ernte und so. Der hat mich auch im Verdacht, weil der mich einmal erwischt hat. Aber der kann ja nicht beweisen, dass ich das bin, wenn das immer fehlt. Wenn der mich dann nie, der sieht ja nie, dass ich das klaue, ne? Okay, und wie nennen wir uns? Die einäugigen Banditen. Nee, ich würde sagen, wir nennen uns die Gemüsebanditen. Die Gemüsebanditen? Ja, wir nennen uns die Gemüsebanditen. Komm. Okay, wir sind Gemüse. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir einfach hin und klauen bei Kunga. Okay. Eiskalt, komm. Aber ihr dürft das nicht verraten an die Zuschauer, ne? Nee, das dürfen die nicht verraten, Leute. Wenn ihr es verratet,
Dann fallt ihr uns in den Rücken. Dann kommen wir bei euch nach Hause und dann werden wir euer Gemüse klauen. Genau. Und dann wird eure Mutter nie wieder Salat machen. Okay, jetzt sagen alle, Mama! Oh mein Gott, nein. Nee, die sagen doch immer, von Salat schrumpft der Bizeps oder so. Genau, richtig. Von Salat schrumpft der Bizeps. Und ihr seid dann verpflichtet, Salat zu essen. Das heißt, ihr werdet nie wieder ein Bizeps. Woher kommt das eigentlich, von Salat schrumpft der Bizeps? Kollege hat doch ein Lied gemacht darüber. Ja? Mhm. Achso, okay, wusste ich nicht. Wer ist das? Willst du mich verarschen? Nein, was ist das? Kollege? Ja. Du kennst Kollege nicht. Nein, was ist das? Ach, du verarschst mich voll, Mann. Ja, ich kenne jetzt so Kollege, man sagt so zu seinen Kollegen Kollege. Junge, das ist ein Rapper. Echt? Ja. Und du kennst den auch, Junge. Ich weiß das doch. Du schickst mir doch immer Lieder von dem, sagst, das ist mein großer Star. Hä? Ja, klar. Sagst du mal Sido, alles ich ist in meinem Blog. Ich kenne nur Rap, so. Also Rob, diese Taschen. Ja, ich kenne, ja, stimmt, hast du recht. Ich weiß gar nicht, was Rap bedeutet. Was bedeutet Rap? Rap ist doch eigentlich diese Tasche normalerweise. Ja. Wo so Chicken und so drin ist oder Thunfisch. Das ist eher ein Beutel als eine Tasche. Aber ist okay. Kann man auch als Beutel? Tasche. Beutel? Ja. Ja. Dann kannst du ja demnächst mal, wenn du in McDonald's gehst oder so, sagen: Geben Sie mir mal einen Beutel. Geben Sie mir mal einen Beutel mit Chicken, bitte. Da kriegst du so eine Happy Meal Tasche, wo die einfach das Chicken rein tun. Mit Soße, alles läuft unten raus, richtig ekelhaft. Ey, hast du das eigentlich? Ich muss das jetzt ansprechen, weil das ist so lustig. Hast du das eigentlich mitbekommen mit diesem Werbestreit zwischen McDonald's und Burger King? Jetzt vor kurzem oder was? Ja, jetzt vor kurzem. Nee, oder das ist schon ein bisschen länger, glaube ich, her. Da hat McDonald's, hat sich so ein Ding erlaubt, die haben an der Straße so ein riesen Schild gestellt, ne? Ja. Und haben hingeschrieben, dass der nächste Burger King irgendwie 200 Kilometer entfernt ist und so nach dem Motto immer, so ein McDonald's ist immer in deiner Nähe, ne? Ja. Und dann ist Burger King hingegangen und hat so einen Werbespot gedreht, dass die McDonald's, die überall stehen, nur dazu da sind, um den Kaffee für die Fahrt zum Burger King zu holen. Was? Richtig geil, Alter. Muss man wirklich sagen, das hatte echt Stil. Ey, das ist richtig cool. Das ist geil. Also es gab ja schon öfter mal solche Werbekampagnen, wo sich zwei richtig große Unternehmen gegenseitig so ein bisschen aufgeschaukelt haben und so. Aber ne? Ich glaube, das machen die sogar teilweise mit Absicht, dass das abgesprochen ist. Ja, klar, weil das ist halt einfach super geile PR, ne? Ja. Ist einfach so. Oh mein Gott, ey, das ist auf jeden Fall eine geile Aktion. Okay, Leute. Und das war in Deutschland oder was? Ich glaube in Frankreich. Ich weiß nicht mehr genau. Das habe ich mir nicht so behalten. Okay. So, pass auf, wir machen jetzt noch ganz kurz eine Sache. Ja. Und zwar, ich baue jetzt hier. Sollen wir das hier oben lassen oder willst du das alles komplett nach unten legen? Was alles hier oben lassen? Ja, das, was wir hier oben haben, diese automatische Straße hier. Ja, die würde ich nach unten legen, aber lass uns unten erstmal den Raum fertig bauen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge den Boden dann fertig und die Wände bauen wir. Ja. Und dann können wir ja alles hier umverlagern und so. Okay, gut, dann machen wir es in der nächsten Folge. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da und einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Checkt die Beschreibung aus, denn da ist der liebe Zander verlinkt. Und ja, bis zur nächsten Folge. So sieht's aus, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao! Tschüss.